Realitätsbewältigung und Illusion. In welchem Verhältnis stehen diese beiden Begriffe zueinander? Es ist ja immer wieder eine Herausforderung, die Realität zu bewältigen, sich der Realität zu stellen, mutig zu sein, auch um sich einer Realität stellen zu können. Und die Aufgabe der Realität zu meistern, zu bewältigen eben in dem Sinne. Und auf der anderen Seite, und möglicherweise als Ausgleich, haben wir die Illusion oder auch die Fantasie. Die Fantasie passt in den Begriff Illusion. Es ist ja nicht die Realität, sondern es ist etwas Illusionäres, das wir haben. Wir schweifen immer wieder. Wir variieren die Möglichkeiten, die wir hätten, die möglich wären. Und dann kommt dieser berühmte Satz, ja, hätte, hätte. Aber es ist eben nicht die Realität. Aber es ist doch ganz wichtig, immer wieder auch diese Illusion zu haben, um sich von der Realität zu befreien oder um einen Pendant von der zur Realität zu haben und damit überhaupt leben zu können und möglicherweise sogar überleben zu können in dieser illusionären Welt, die wir uns schaffen, in dieser Welt der Vorstellung, der Fantasie, des Denkens, der Fiktion und welche Begriffe wir auch sonst immer wieder dafür nutzen können. Es ist wichtig, dass sich beides in einem Gleichgewicht hält. Einerseits tatsächlich die Realitätsbewältigung, die unbedingt wichtig ist, aber nicht immer wesentlich ist. Und andererseits eben diese Illusionsbildung, die uns entlastet oder die geradezu neue Perspektiven schafft. Neue Perspektiven, um mit Dingen umgehen zu können. Das heißt, wir behalten unser Leben in einem illusionären Raum, in einem fantastischen, wie ich sagte, möglicherweise auch fiktionalen Raum. Und genau da geschieht ja eben das Fiktionale, das Wichtige, das Wesentliche dieser Fiktion. Und dadurch schaffen wir es tatsächlich, wieder neue Realitäten zu schaffen und uns diesen Realitäten auch stellen zu können. Das ist der eigentliche Punkt. Wir können uns den Realitäten nur stellen und sie bewältigen, wenn wir auch gleichzeitig oder immer wieder oder im Wechsel eben Illusion tatsächlich darstellen und Illusion leben oder eben in der Illusion schweifen. Also in dieser Art von Vakuum drin sind, wenn man das so nennen mag. Das ist eigentlich etwas, was einem klar werden kann. Und was für die Bewältigung unseres Lebens oder für die Lebensgestaltung sehr, sehr wesentlich ist. Wir dürfen Illusionswesen sein, Fantasiewesen sein, nicht realistisch sein. Aber wir sollten zum richtigen Zeitpunkt und zum richtigen Anlass immer wieder auch zur Realität zurückfinden können, tatsächlich zurückfinden, um uns der Realität zu stellen und dann nicht nur eben Träumer, Träumerin zu sein oder wie wir es sonst ausdrücken mögen.